Hallo und herzlich willkommen zum ersten Boss aus der neuen Raid-Instanz. Wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich hierbei um so einen riesigen Skorpion. Gleich mal vorweg, es ist jetzt nicht der schwerste Kampf in der gesamten Raid-Instanz, aber es gibt auch ein paar Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Und da beginnen wir gleich mit dem Wichtigsten. Vom Schwierigkeitsgrad her, wir kämpfen jetzt auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad gegen den Boss. Bedeutet also Normal und LFR ist nahezu äquivalent dazu. Es gibt die gleichen Fähigkeiten, es macht nur alles etwas weniger Schaden. Wir beginnen mit den Tanks. Die haben hier eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und zwar gibt es hier einmal dieses Arkan-Schlitzen. Das ist ganz einfach beim Skorpion vorne bei seinen riesigen Scheren in diesen Halbkreis nach vorne gerichtet, macht er enorm viel Schaden. Deswegen steht niemand außer die Tanks vor dem Boss. Das zweite ist eben diese arkane Linie. Bedeutet also, wenn er Arkan-Schlitzen macht, bekommt der Tank einen Debuff. Das werden wir auch gleich sehen. Und danach muss er praktisch 10 Meter von diesem Debuff, von dieser Position, wo er festgepinkt wurde, weglaufen. Deswegen haben wir hier auch diverse Raid Marks gesetzt, damit man dann während des Kampfes die Möglichkeit hat, das Ganze ein bisschen besser zu positionieren. Also von der Aufstellung her, es ist relativ einfach. Alle stehen hinten oder an der Seite des Bosses, außer der aktive Tank steht eben davor. Was macht der Off-Tank? Der Off-Tank sammelt die Adds ein, das werden wir gleich sehen. Wir machen jetzt hier den Bull. Die Adds sind diese kleinen Skorpione, welche außerhalb am Rand sind. Das ist jetzt auch gleich der nächste wichtige Hinweis. Wir haben hier relativ wenig Platz, also zum Kämpfen ist hier relativ wenig Platz. Das bedeutet also, achtet darauf, dass ihr im Inneren dieses großen Kreises seid, denn solltet ihr zu weit nach außen laufen, addet ihr automatisch die Skorpione und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also jedes Mal, wenn der Boss praktisch dieses Skorpionrufen macht, dann werden die Skorpione automatisch geaddet. Da gibt es zwei unterschiedliche Arten von Skorpionen, sehen wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Wichtig ist nur, wenn der Boss das Rufen macht, dann kommen die Skorpione und dann haben die Skorpione auch Fokus oder werden die Skorpione fokussiert. Also die Adds haben hier immer die höchste Priorität. Das liegt einfach daran, dass die diverse Debuffs verteilen, was dann mehr oder weniger den Raid töten würde. Bei der nächsten Fähigkeit, bei diesem fokussierter Explosion, wird ein zufälliger Spieler anvisiert und dann gibt es so eine Arkan-Explosion in dessen Richtung und alles, was da drin steht, wird eben kurzzeitig gestunt und erhält dementsprechend Schaden. Der Nachteil ist, beziehungsweise wir sollten uns davon nicht so oft treffen lassen, denn das Ganze stackt. Der Boss selbst, das habe ich vielleicht am Anfang noch nicht dazu gesagt, sollte man auf jeden Fall mal dazu sagen, Kampfrausch nimmt ihr nicht am Anfang, denn der Boss selbst bekommt zu Beginn 25% weniger Schaden. Das liegt an seiner Panzerung. Je mehr Schaden wir auf den Boss machen, danach verliert er hier immer wieder die Stacks. Und wenn diese 25 Stacks abgelaufen sind, dann wird er kurzzeitig gestunt und erhält nochmal erheblich mehr Schaden. Und genau in dieser Phase ziehen wir dann Kampfrausch, Heldentum oder wie auch immer das Ganze genannt wird oder wie es auch immer nennen möchte. Das bedeutet also zu Beginn, wir müssen natürlich Schaden auf den Boss machen, damit eben sein Panzer absplittert und damit wir auch diese Kristalle bekommen, welche hier überall im Raum verteilt sind. Diese benötigen wir, um der Schockwelle auszuweichen. Das ist auch schon die nächste sehr gefährliche Fähigkeit. Ihr seht, wie ich immer zurückgeschleudert werde, weil ich es einfach nicht getan habe. Aber normal, wenn diese Schockwelle angecastet wird, verstecken wir uns hinter diesen Kristallfragmenten, dann bekommen wir keinen Schaden und können den ganzen wunderschön ausweichen. Die Kristallfragmente verschwinden dann anschließend und beginnen danach wieder von neuem zu spawnen. Diese Schockwelle macht dann auch mit der Zeit immer mehr Schaden. Das ist nämlich folgendermaßen, wenn der Boss jetzt alle Stacks verliert von seiner Panzerung, wenn er dann praktisch kurzzeitig gestunt ist, danach bekommt er wieder die 25 Stacks, also sein Panzer ist wieder voll aufgeladen und er bekommt zusätzlich einen Damage Boost. Das bedeutet also, es ist so eine Art kleiner Soft Enrage, je länger der Fight dauert, umso mehr Schaden macht hier einfach das Ganze. Also nochmal kurz zusammengefasst, bevor wir auf die Adds gehen, vor dem Boss steht nur der aktive Tank. Sobald dieser den Debuff bekommt, muss er den Boss eben moven. Er muss nämlich 10 Meter aus der Fläche raus, damit sich eben die arkane Leine löst. Jetzt hängt es davon ab, wie viel Cooldowns noch verfügbar sind. Kann er sonst ein, zwei Stacks nehmen und move dann den Boss. Also deswegen immer darauf achten,
dass hier niemand vor dem Boss steht, am besten dahinter oder an der Seite. Und eben dieses fokussierte Explosion, also was hier immer diese lila Fläche ist, wo ich auch relativ oft gestunt werde, muss man natürlich wissen, da dürfte nicht drinstehen. Das ist immer ein bisschen gefährlich, weil es wird nämlich ein random Spieler davon getargetet und dementsprechend sollte man immer darauf achten, wo alle stehen. Es ist jetzt ein bisschen einfacher, wenn man solche Gruppen bildet und dann sieht man, in welche Gruppe der Debuff reingeht, dann ist das Ganze okay. Danach, wenn die Schockwelle gecastet wird, verstecken wir uns hinter einem dieser abgesplitterten Kristalle und wie vorhin schon erwähnt, der Boss bekommt am Anfang weniger Schaden, er hat so einen Panzer und der bricht eben während des Kampfes immer wieder ab und dementsprechend machen wir dann auch immer wieder mehr und mehr Schaden. Die Adds, die werden immer durch seine Fähigkeit Ruf des Kupiden gerufen. Praktisch, ihr seht, es ist schon eine relativ große Anzahl. Also es sind zwischen 10 und 15 Skorpione, welche dann den Kampf joinen. Und je nachdem, welche Arten von Skorpione, es gibt hier zwei unterschiedliche, muss man mit diversen Fähigkeiten handeln. Auf jeden Fall haben die immer höchste Priorität. Also die sind immer Fokus-Target, sobald die Skorpione da sind. Denn je länger die leben, umso schwieriger wird der Kampf oder umso schwieriger wird es auch für den Tank, denn die Skorpione, welche kommen, müssen natürlich auch getankt werden. Die werden vom Off-Tank eingefangen. Also wir haben das Ganze einfach so gelöst. Die Tanks haben sich hin und wieder abgespottet, je nachdem, wie es mit den Cooldowns aussah. Und wenn man hier aus den Sachen schön rausläuft, dann brauchen die Tanks ihre Cooldowns für die Adds, weil die Adds auch hier während des Kampfes wirklich, wirklich hart sind. Auf die Adds sollte man vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen. Und zwar gibt es eben, wie gesagt, zwei unterschiedliche Typen. Es gibt blaue Skorpione und große rote Skorpione. Die kleinen blauen, die solltet ihr so schnell wie möglich wegfokussieren. Und die großen roten, die sollten etwas abseits von den Rangers getankt, also getankt werden. Also es sollte genügend Platz zwischen den blauen und den roten sein. Denn erstens einmal buffen die roten Skorpione die blauen, also sie erhöhen den Schaden und wenn so ein roter Skorpion stirbt, dann gibt es im Umkreis von 15 Meter, glaube ich, war es, einen Damage. Also der explodiert dann, dann gibt es so Flächenschaden im Umkreis von 15 Meter. Deswegen würde es idealerweise, wenn man das sauber runterspielt, wird man dann auch im mythischen Modus machen müssen, muss man das Ganze vielleicht mit drei Tanks spielen, wobei einer den Boss hat, einer die blauen Skorpione, einer die roten Skorpione. Hier machen wir es einfach so, weil es eben für HC noch ausgeht. Hängt aber auch ein bisschen daran, dass wir gutes Gear haben, dass unser Off-Tank alles einsammeln und wir die gesamten Skorpione einfach weg-AOEen. Bedeutet also natürlich, die Blauen, die haben weniger Leben, die sterben zuerst. Und kurz bevor die Roten sterben, sollten die Melees eigentlich aus der jeweiligen Reichweite laufen, damit die AOE-Explosion nicht zusätzlich mitnehmen. Denn sollte die Schockwelle in Kombination mit der AOE-Explosion kommen, ihr kennt das ja, also wenn sich mehrere Fähigkeiten überlagern, dann wird das Ganze schon kritisch. Also da kann dann schon mal leicht jemand sterben. Deswegen, Adds werden vom Tank eingesammelt. Die Adds können auch CC werden, also die kleinen blauen, die roten nicht. Die werden vom Tank eingesammelt, dann werden als erst die blauen getötet und anschließend werden die roten getötet. Und im Idealfall, um auch die Heiler zu entlasten, bevor die roten sterben, befindet sich niemand mehr in diesen 15 Meter Radius, denn dann geht das Ganze relativ einfach, beziehungsweise dann haben auch hier die Heiler kein Problem, denn es ist ohnehin schon mehr als genug zu heilen während diesem Kampf. So, jetzt wo wir mal die groben Fähigkeiten umrissen haben, noch ein kleiner Tipp, was wir hier beim Testen gesehen haben, ist es folgendes: Wenn die Schockwelle kommt und wir uns nicht hinter einem dieser Kristallsplitter verstecken, was man ja auch bei mir hier öfter mal sieht, dann werden wir an dem Rand des Raumes gekickt und adden somit alle Skorpione. Also wenn ihr denkt, wir haben hier eigentlich schon verdammt viel Skorpione immer im Start, das ist richtig, denn eben wenn die Schockwelle kommt, werden immer, auch wenn es nur ein paar Spieler sind, an die Ränder des Raums gekickt und dementsprechend adden wir praktisch hier immer alle verfügbaren Skorpione. Wenn man genug DPS hat und genug Heal-Output, dann kann man sich das leisten, aber wenn man das natürlich sauber runterspielen möchte, dann sollte man es darauf nicht ankommen. Also deswegen, verstellt euch hinter die abgesplitterten Fragmente, ist zwar ein kleiner Damage Loss, aber dafür kommen wesentlich weniger Skorpione und im mythischen Modus wird es hier ohnehin keine Alternative geben. Wie ihr seht, es droppen schon die ersten Items, ist schon mal ganz schön und das war es jetzt dann mehr oder weniger auch schon vom ersten Boss. Auf der linken Seite habt ihr eine Playlist eingeblendet, dort befinden sich alle Bosse aus der neuen Raid-Instanz. Werft da mal einen Blick rein.
sein. Mit jedem weiteren Boss wird das Ganze natürlich wesentlich schwieriger. Und auf der rechten Seite findet ihr den Subscribe-Button. Wer es noch nicht getan hat, vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und jetzt sage ich noch, danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Und ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.